Möchte man sich zum Thema Cybersicherheit informieren, begegnet man verschiedensten Informationsquellen, die häufig komplex und nur schwer greifbar sind. Doch wenn es um Cyberangriffe geht, ist das nötige Wissen gerade in Zeiten der Digitalisierung und zunehmender Bedrohungslage Grundvoraussetzung, um sich schützen zu können. Und um diesem Problem entgegenzuwirken, haben wir gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern Brand 1 und Statista ein hochwertiges Magazin kreiert, um die Komplexität runterzubrechen und dem Thema Cybersicherheit die Schwere zu nehmen. Und an dieser Stelle möchten wir Ihnen unser Werk, das Magazin Cybersicherheit in Zahlen, Lernen, Wissen, Handeln vorstellen. Und mit Blick ins Heft können Sie zu Ihrem ganz eigenen Experten werden. Lassen Sie uns doch gemeinsam mal einen Blick ins Magazin werfen. Schaut man sich beispielsweise diese Statistik aus unserer exklusiven Umfrage an, wird deutlich, dass das tatsächliche Risiko, Empfänger einer Phishing-Mail zu werden, regional verschieden ist. Mit Blick auf die Statistik lässt sich das Risiko sogar einteilen in privates Umfeld, im Homeoffice und im Büro. Ich würde jetzt mal sagen, wir schauen uns NRW an. Und mit Blick in die Statistik fällt auf, dass das Risiko im privaten Umfeld am größten ist. Wenn Sie mich fragen, liegt das daran, dass viele Privatrechner nicht über den Schutz verfügen wie in abgesicherten Unternehmensnetzwerken. Aber welchen Schaden verursachen Phishing-Mails eigentlich in Unternehmensnetzwerken? Dazu können wir uns direkt mal die nachfolgende Statistik anschauen. Hier zeigt sich nämlich, Homeoffice macht es Kriminellen leichter, Zugangsdaten abzugreifen und finanziellen Schaden anzurichten. Wo wir gerade beim Thema finanzieller Schaden sind. Ransomware-Attacken sind heutzutage an der Tagesordnung. Das zeigen die Statistiken in unserem Heft deutlich. Allein 2020 gab es weltweit 304 Millionen Ransomware-Attacken. Das bestätigt auch die Übersicht, die wir hier sehen. Unternehmen jeder Größe und jeder Branche können Opfer eines Ransomware-Angriffs werden. Und man sieht, jedes Jahr kommen mehr und mehr Unternehmen dazu. Das waren ja schon mal spannende Einblicke ins Heft. Wir möchten Ihnen natürlich nicht zu viel vorwegnehmen, aber was sind eigentlich die Vorteile? Man könnte sagen, dass Sie das Magazin als Anker in der Informationsflut ansehen können. Denn gebündelt auf 104 Seiten finden Sie vergangene, aktuelle und zukünftige Trends, haben die Bedrohungslage von Welt, Wirtschaft und privatem Umfeld im Überblick und erhalten spannende Einblicke von Experten. Arbeiten Sie beispielsweise in der IT eines Unternehmens, so liefert das Magazin handfeste Argumente, wenn es um die Diskussion des IT-Budgets geht. Denn unsere Mission ist, Cybersicherheit für jeden verständlich zu machen. Mit dem Magazin wollen wir informieren, einordnen, Überblick verschaffen und Zusammenhänge herstellen. Und das schaffen wir auch durch aufgeräumte, freundliche Statistiken, abgerundet durch eine bunte und frische Farbwelt. Jetzt fragen Sie sich vielleicht noch, für wen ist dieses Magazin denn jetzt genau geeignet? Für jeden, denn gerade in Zeiten des digitalen Wandels ist es wichtig, sich zu hinterfragen, was hat Cybersicherheit eigentlich mit mir zu tun, mit meinem Leben, mit meinem Job, mit meinem Alltag? Und in dem Magazin finden Sie spannende Antworten darauf. Nun möchten wir Sie aber gar nicht weiter aufhalten und wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und Entdecken. Ach, eine Sache noch. Wir würden uns freuen, wenn Sie Teil unserer Mission werden, die Welt sicherer zu machen und bei unserer Social-Media-Aktion teilnehmen. Posten Sie das Cover des Magazins unter dem Hashtag Cybersicherheit in Zahlen. Uns würde beispielsweise interessieren, welche Statistik hat Sie am meisten überrascht?